Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Also Türchen Nummer 9 heute. Und heute gibt's wieder Taverne Mars. Von euren Ricky. Ja, ich habe mich auch vergessen, mich das letzte Mal vorzustellen. Ich bin Ricky, arbeite mit Benjamin zusammen. Ja, ich bin noch nicht so lange dabei. Ich bin auch erst vor kurzem erst dazugestoßen. Ich arbeite mit Benjamin Filmstudio, Benjamin zusammen. Und ja, somit würde ich auch sagen, starten wir gleich die nächste Runde von Taverne Mars. Und ich sage, viel Spaß. Kommen jetzt auch Leute mal rein, oder? Ach ja, jetzt kommen die Leute rein. Ah, okay. Ah, Bier ist noch ein bisschen da, müssen wir bald auch wieder auffüllen. Ja, liebe Leute, es gibt auch ein kleines Gewinnspiel. Das heißt, das Lösungswort müsst ihr am 24. Dezember in die Kommentare schreiben. Es wird ein kleiner Hinweise sein, welche Buchstaben, welche Zahlen es gibt. Mehr verrate ich auch nicht. Weil ich selber auch nicht weiß, wie das Lösungswort heißt. Das heißt, ich könnte vielleicht auch gewinnen, wenn ich mitspiele, aber ich werde da nicht mitmachen. Ich möchte für euch die Chance lassen, was zu gewinnen. Ja. Ansonsten, ja. Gibt es auf jeden Fall ein Gewinnspiel. Ja. Was haben wir denn hier? Levelaufstieg. Cool. Was nehmen wir da? Geschwindigkeit, Tragen, Treppensteigen haben wir noch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen das da. Auch er ist ein Level aufgestiegen. Perfekt. Da würde ich sagen, Geschwindigkeit tragen machen wir. Genau. So. So. Machen wir erstmal ein Stückchen raus. Ah, ich kann es schon vergrößern, wenn ich will, die Taverne. Okay. Wenn ich will. Aber noch will ich es nicht. Ich habe noch nicht genügend Geld. Ja, ja, Gewinnspiel habe ich euch ja schon erzählt. Ich drücke euch die Daumen für den, der das Lösungswort irgendwann rausgefunden hat. Am 24. Dezember müsst ihr in die Kommentare das Lösungswort hinschreiben und vielleicht gewinnt ihr auch. Ich drücke euch die Daumen. So, sieht's denn hier eigentlich aus? Nur Wasser und Bier wollen sie trinken. Na dann. Na, das Bier muss ich bald auch wieder auffüllen. Brauche ich aber auch erstmal Geld. So, wie sieht's denn eigentlich bei der Forschung aus? Oh, es fehlt nicht mehr viel. Oh, wir haben gleich die Küche freigeschalten. Das gefällt mir. Und schon haben wir die Küche freigeschalten. Cool. Wieder ein paar Punkte bekommen. Cool. So. Da würde ich sagen, Limonade als nächstes oder plus sieben Gäste den Tag mehr. Musiker. Musiker, ein bisschen Musik zu machen, wäre schon cool. Aber ich werde erstmal die Limonade nehmen. So. Ja, also ich will noch ein bisschen von mir auch erzählen. Ja,
Also der Benjamin hat mich ja gefragt, ob ich da vielleicht in seine Community mit einsteigen möchte, ihn ein bisschen unterstützen möchte. Und ich habe gesagt, ich kann es ja mal probieren. Es hat mir auch Spaß gemacht, immer mal ein paar Videos, Aufnahmen für ihn zu unterstützen, weil er so viel zu tun hat. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich würde gerne komplett Mitglied dann auch werden. Ja, ich springe gerade hier ein bisschen ein für jemanden. Eigentlich wäre der Rollikämpfer eigentlich dran gewesen, aber seine Technik am Rechner war was kaputt gegangen. Deswegen muss ich jetzt die Aufnahmen machen. Also ich wollte auch die Aufnahmen. Ich springe ja auch gerne ein für die Leute. Ja. Blödes Geld wieder gewonnen. Cool. Ja, und ab Januar bin ich dann richtig Mitglied von die Community und ja, und da freue ich mich schon. Wenn ich dann auch selber mal streame und alles, weil mein Rechner wird jetzt auch in den nächsten Tagen repariert. Oder besser gesagt, die wird repariert. Hoffentlich bekomme ich es hin. Da unterstützt, da hilft der Benjamin mir auch ein bisschen. Mit ein paar Einstellungen kenne ich mich noch nicht so aus, deswegen, ja. Naja, gut. Oh, Tageszusammenfassung. Wow, wir haben Plus gemacht. Wachs und Öl. Ach, für die Kerzen. Ah, okay. Gehälter. Okay, es geht eigentlich auch noch. Verärgerte Kundschaft haben wir diesmal nicht. Wie viel Getränke haben wir diesmal verkauft? Ja, okay, das sieht auch gut aus. Ja. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder für heute mit Türchen Nummer 9. Ich wünsche euch dann nur schon mal viel Spaß für morgen mit Türchen Nummer 10 mit unseren Kollegen. Viel Spaß wünscht euch. Euer Ricky, bis zum nächsten Mal. Ciao.